Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Dungeon 2, wo wir eine Karawane aufhalten sollten, jetzt sogleich. Und wir müssen natürlich immer noch das Einhorn töten und dafür sollten wir vielleicht noch hier, wenn es geht, die Orks noch anwerben. Kann ich das noch weiter erhöhen? Ja, kann ich. Nee, kann ich nicht. Ist schon am besten erforscht. Dungeon kann man irgendwie auch noch erhöhen. Und vorher habe ich das mal gesehen, dass man den Dungeon erhöhen kann. Aber das ist was anderes. Ich würde sagen, jetzt brechen wir mal auf. Kämpf für euch? Wie, der kämpft für mich? Ach. Der ist da. So. Ich würde sagen, wir brauchen gar keinen hier. Wir haben nämlich Maler, um dann Eindringlinge zu vernichten. Von daher würde ich sagen, gehen jetzt alle mal los. Weil jetzt wird die finale Schlacht sein. Jetzt ist da wieder irgendwas gepusht worden. Was auch immer das für ein Hufeisen da vorne ist. Gehen zwei verschiedene Wege, okay. Oder ist das Hufeisen das Geld? Warte mal, wir holen jetzt erstmal den Helden, der fast tot ist. Was für eine Fertigkeit hat der Kriegsschrei da? Position halten. Kriegshund herbeirufen. Benötigt die Forschung dafür. Haben wir ja noch nicht. Alles mit der Ruhe. Dann können wir auch hier draußen heilen. Der ist auch direkt ausgewählt als Haupteinheit. Den müssen wir aber jetzt erstmal heilen lassen. Ach, wir haben nur... Weil die Stufe 2 ist, oder wie? Ist die Stufe 2... Baut Mana ab. Ich glaube, ich weiß es gar nicht, warum die heilen kann und die anderen jetzt nicht. Das ist die Naga-Königin. Kann ich euch nicht beantworten. Aber ich finde, das sind, werden wir noch alles selbst herausfinden. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die da oben. Weil die das haben Einhorn das Gold. Ging zu Boden und wurde sofort zu Pferdesalami. Moment. Das Einhorn ist ja gar nicht zu Boden gegangen. Dem geht es ja blendend. Los, kümmere dich mal drum. Und sogar noch so mehrere verschiedene Texte zu diesen Situationen. Also finde ich, haben sie schon super gemacht, wirklich. Dann mal los, dann wollen wir doch mal. Oh, der Turm gefällt mir gar nicht. Die Horde des heimtückischen Bösen zerstörte voller Inbrunst einen der Goldtransporte und nahm den Inhalt gierig an sich. So, jetzt müssen wir uns nicht fürchten. Hier können wir gut gegen die kämpfen. So, jetzt hauen wir aber das Pony um. Das Einhorn. Komme ich auf Pony? Wahrscheinlich wegen Diablo 3, dem Pony-Level, weil da sehen die auch so in der Art und Weise aus. Dann mal Kriegsschrei. Und dann für die Horde. Sehr schön. Geschafft. Die nach Blut geifernden Monster der Horde töteten im Namen des sich in Sicherheit befindenden Bösen das ekelhaft flauschige Einhorn. Für die Truppen bedeutete das Pferdesalami. Doch halt, das war noch nicht alles. Diese böse Tat entzückte die Horde und inspirierte sie zu neuen, noch böseren Taten. Das ultimative Böse konnte seine Diener nun den Thronsaal ausbauen lassen, um Zugriff auf weitere diabolische Dinge zu haben. Sofort kehrte das ultimative Böse also in seinen Thronsaal zurück und ließ diesen sogleich ausbauen. Ja, Dungeon Level 2, da habe ich das nämlich gelesen. Also ich hatte das irgendwie mal zwischen den Ladebildschirm gelesen. Dungeon Level 2 macht eure Dungeon noch heimtückischer und schaltet neue Forschung und Erweiterung frei. Der Thronsaal des trotzigen Bösen erstrahlte in neuer Pracht.
Sofort überprüfte es seine anderen Räume, insbesondere die Tüftlerhöhle, um zu sehen, welche neuen Dinge seine Kreaturen erforschen konnten. Der komische Altar in der alten Orkhöhle war faszinierend. Dank des neuen, verbesserten Thronsaals und mit etwas Hirnschmalz wäre es vermutlich möglich gewesen, diesen auch im Dungeon des ultimativen Bösen und dort für alle seine Kreaturen verfügbar zu machen. Durch die abseitigen und abscheulichen Taten des ultimativen Bösen fühlten sich die Städte bedroht und heuerten zusätzliche Wachen an. Das amüsierte Böse kicherte nur hinterhältig, als es dies bemerkte. Da schicken sie neue los. Ach, da auch, okay. Dann müssen wir jetzt folgendermaßen vorgehen. Wir töten die da unten. Mal eben. Und dann die da oben. Und dann schicken wir unsere Einheiten mal wieder zurück. So, Kriegsschrei. Sollte das Fischerdorf zerstören? Was ist doch das hier? Ach. Ja komm, wenn wir schon mal da sind, zerstören wir doch das schon mal, oder? Ich meine, wir haben doch eigentlich genug, dass wir das schaffen. Nochmal Kriegsschrei. Das haben wir souverän hinbekommen. Das Fischerdorf hatte der Horde, abgesehen von etwas Mundgeruch, nichts entgegenzusetzen. Den Gedanken daran, die Fischer für sich schuften zu lassen, verwarf das zweifelnde Böse schnell wieder, als ihm einfiel, dass die Horde sich an etwas so gut Schmeckendes wie Fisch durchaus gewöhnen könnte. Ja, damit hätten wir das Fischerdorf zerstört. Ich finde es schade, dass man nicht noch weiter rauscrollen kann in diesem Spiel. Das würde ich mir wünschen. So, ich lasse die... Zerstören wir noch die? Töten wir die noch? Ist jetzt auch nicht so doll überwacht. Hier oben eine die... Eine weitere Bank bedurfte staatlicher Hilfe. Sofort war ein Goldtransport auf der Wall Street dorthin unterwegs. Das mittlere Dorf zerstören wir auch noch. Das obere ist so gut bewacht, dass wenn, dann werden wir erstmal unsere Stadt wieder ein bisschen weiter ausbauen, unser Dungeon. Na komm schon. So, die überrennen wir jetzt auch noch. So, jetzt können sie uns da nicht mehr viel. In der Tüftlerhöhle standen neue Forschungen an. Insbesondere ein neuer Raum. Da kümmern wir uns gleich drum. Garantiert, denn ich möchte ja auch schauen, was das mit dieser Arena auf sich hat. Achso. Ja, dann zerstört es doch mal. Die Stadt am Wald und ihr Holzfällerlager hielten sich wacker, konnten aber dem Genius des heimtückischen Bösen taktisch nichts entgegensetzen. Und so fiel diese Stadt der Horde zum Opfer. Ah, die haben jetzt da ihre Karawane. Sollte die Horde nun hier anfangen, Bäume zu fällen? Oder würde das die Nachtelfen erzürnen? Moment, Nachtelfen? Ach so, falsches Spiel. Entschuldigung. Ja, denn die Nachtelfen gibt es hier nicht. Ach, da liegt da noch... Ist jetzt eine Einheit von uns? Panischer Rückzug. Ciao. Der liegt da. So. Dann kann er sich erholen. Und jetzt können wir mal schauen, was können wir denn... Können wir jetzt überhaupt was forschen? Ja, das geht. Gehören welche... Wenn eure Kreaturen wütend werden, weil ihr sie nicht bezahlt oder nicht genügend Bier besitzt, könnt ihr das mit dem Zauber Gehirnwäsche wieder ins Lot bringen. Forschen wir doch mal. Wie kann ich denn hier noch so ein
Achso, ein Kristall kann ich an für sich ja gar nicht machen. Stimmt. Die müssen ja schon vorhanden sein. Ja, da kommt hier das andere. Die kommen jetzt natürlich immer von hier unten. War eigentlich gar nicht schlau, diesen Weg zu öffnen, muss ich ja sagen. Überhaupt gar nicht. Oh, hier ist das Gold auch schon weg. Dann mal dort. Ja, so langsam haben wir dann doch ein bisschen Gold abgebaut in diesem Level. Verbessert, verbessert, verbessert. Nein, ich will den Kristall auswählen. In eurem Dungeon. So, dann machen wir das dort auch nochmal. Darum kümmern sich die Orks. Haben wir 9 Stück, die kriegen es ja hin. Dürfte eigentlich kein Problem sein. Hier können wir nichts machen. Das ist echt doof. Ich möchte das hier anpacken. Wir können die Kapazität nochmals erhöhen. Das ist krass. Ach nein. So, das hier. Dann bereits erforscht. Pfeilregen. Warum hören vom Himmel regnen lassen, wenn Pfeile viel mehr wehtun? Der Pfeilregen erlaubt es euch, Flächenschaden unter euren Gegnern anzurichten. Ja, das machen wir doch. Dauert jetzt einen Moment, aber es geht. Hier dauert es natürlich jetzt auch noch. Dann gucken wir doch mal in der Tüftlerhöhle so lange. Noch immer waren nicht alle Städte von der Oberwelt getilgt. Ja, ja. Es war an der Zeit, dass sich das behäbige Böse endlich dessen annahm. Also schneller heilen geht nicht noch höher, alles andere schon. Hä? Konnte ich nicht... Achso. Kann momentan nicht weiter verbessert werden. Gut, dann... Stapellagerung. Können wir mehr Fässer lagern? Weist eure Schnellerlinge darauf hin, dass ihr kräftige Verbrüge können, warum sie... Achso, dann brauen sie schneller Bier, wenn wir das hier forschen. Das ist auch super. Als Lohn der bösen Tat standen nun neue Dinge zur Erforschung in der Tüftlerhöhle bereit. Verbesserte Kapazitäten in Tüftlerhöhlen. Dank Superkleber könnt ihr künftig auch die Decke als Fläche für Kisten nutzen. Warum nicht? Haben wir jetzt auch wieder 3 Sachen, die wir dort erforschen. Hier wird noch geforscht. Hier sind wir jetzt gleich fertig. Und zwar jetzt. Was haben wir denn hier? Das Böse wünscht seinen Tod. Nicht gerade der Zauber, der einem am leichtesten über die Lippen geht, aber dennoch wirksam. Einen Gegner markiert, der nicht nur das bevorzugte Ziel eurer Kreatur wird, sondern bei dem zugleich mehr Schaden angerichtet wird. Also kann man sich auf eine Kreatur spezialisieren mit diesem Zauber. Gut, weiß ich jetzt nicht. Ist jetzt nicht so dolle, aber kann man auch lernen. Warum nicht? Gehirnwäsche ist gut. Wenn mal jemand wütend ist, ist es aber momentan jetzt keiner wütend. Und verbessern können wir unseren Dungeon momentan jetzt auch nicht mehr von der Kapazität der Einwohner. Gut, dann lassen wir das jetzt erstmal laufen. Ja, ansonsten so verbessern können wir jetzt auch nicht. Sondern würde ich sagen, holen wir noch mal ein paar Nagas dazu. Ein Ork noch, dann haben wir 10 Orks. Ansonsten halt nur Nagas. So, was können wir denn sonst noch machen? Ja, erforscht haben wir jetzt alles. Was wir zumindest jetzt können. Gut. Können wir halt nur noch hier forschen. Was wurde denn jetzt verbessert? Die Kapazität. Bierbrauerei Akkord. Brauchen wir mehr Gold? Für alles brauchen wir mehr Gold. Sieht echt schon wieder so knapp aus mit dem Gold hier. Das ist natürlich gar nicht so schön. Dann würde ich mal sagen, machen wir mal hier drum eine Schatzkammer und dann lassen wir das die hier auch nochmal abbauen. Das dürfte uns dann eine Weile von dem Goldproblem erlösen.
erforscht die Arena. Machen wir alles noch. Wir können jetzt hier alles so nach und nach erforschen. Neue Räume. Ja, aber wir waren jetzt hier noch dran. Das ist natürlich sehr teuer. Da brauchen wir viel mehr Gold für. So. Ja. Jetzt haben wir auch nur noch 6 Schnörderlinge. Vielleicht werde ich dann doch erstmal wieder ein bisschen hochgehen mit den Schnörderlingen, bis wir dann erstmal wieder genügend Gold haben. Autosave, nicht zu vergessen. Was aber auch sehr nützlich sein kann, falls mal was passiert. Ja, also bisher sieht es ja gut aus. Freut mich mal, ein Spiel zu haben, was dann auch nicht abstürzt. Ich meine, das einzige Spiel, was momentan bei mir so im Kanal abstürzt ab und zu, das ist Fallout 3. Aber nur, weil es ja gewisse Kompatibilitätsprobleme hat. Gerade jetzt mit Windows 8. Ich habe da auch schon sämtliches versucht, habe da mit anderer Kompatibilität gestartet, Administrator gestartet, dies und das. Aber mittlerweile stürzt es seltener ab, aber ist natürlich dann schon ein bisschen nervig. Aber bei Fallout 3 geht es ja noch, wenn man jetzt von Haus zu Haus geht, hat man sowieso Autosave. Aber wenn man im Ödland unterwegs ist, gibt es kein Autosave, außer ich speichere halt selbst. Aber das ist eine andere Geschichte. So, das Gold kommt so langsam ran. Ihr auch. Das ist natürlich alles eine Zeitsache. Ich könnte hier auch noch eine Falle hinbauen, aber wenn wir kommen, dann kann ich es auch so umhauen. Ist jetzt nicht so notwendig. Dann schauen wir doch mal. Was kann ich nochmal bauen? Ich muss es erforschen. Hier kann ich erforschen. 1250. Das ist aber schon sehr teuer. Es ist Zahl. Ja, super. Jetzt haben wir noch Zeittag. Das behäbige Böse hatte immer noch nicht die Arena erforscht. Einen ungemein wichtigen Raum für die Schlagkraft seiner Armee. Unentschuldbar. Ja, ich werde die Arena noch bauen. Dafür muss ich sie erstmal erforschen. Aber ich möchte auch ganz gerne alles andere auch erforschen. Weil das ist ja nicht so vorgegeben, aber ich will das ja auch nicht überspringen und direkt zum nächsten Level, sondern ich will auch, ja, alles nutzen. Weiterhin gab es Städte, die auf ihre Zerstörung durch die Horde warteten. Versteckte Holztüre, Stacheltüre. Die Stacheltür sorgt dafür, dass es kein Spaß ist, auf sie einzuschlagen. Wirft im Nahkampf Schaden auf Angreifer zurück, haben wir schon gesehen. Und eine versteckte Holztür fällt nicht beim ersten Anpusten um. Ja, also in dem Fall ist die Stacheltür natürlich mein Favorite. Was haben wir denn hier? Bodenstacheln, haben wir auch schon gesehen. Rollende Steinfalle. Sehr gut. Ein großer Stein, der Gänge entlang rollt und allem, was in seinem Weg steht, Unannehmlichkeiten bereitet. Unverbesserte Verdrescher. Der Verdrescher TM jetzt neu und noch besser. Das altbewährte Prinzip wird um schmerzhafte Spitzen und größeren Schwung erweitert. Das gefällt mir doch sehr gut, aber das ist leider alles so teuer. Also Gold ist in diesem Spiel echt ein Problem. Vielleicht sollte ich... Ja, ich sollte, glaube ich, hier auch nochmal abbauen lassen. Hier die ganzen Goldquellen noch zusätzlich. Natürlich jetzt im ersten Moment viel Arbeit, aber es ist natürlich auch nochmal zusätzliches Gold, was in die Kassen kommt. So, hier haben wir auch nochmal ein bisschen was. Bis hier vorne... diesen Bereich auch erstmal abgedeckt. Hier oben haben wir nur noch die zwei unendlichen Quellen. Ja, nicht unendlich, sondern lange Quellen, wo man lange drauf rumhackt. Was haben wir eigentlich hier hinter? Ist da irgendwas hinter? Ich weiß es nicht.
Nein, ich wollte auf die Wand klicken. Aber wenn schon, denn schon, können die auch direkt alles abbauen. Hier das kleine Stückchen auch noch. Gut, es geht ja schon allmählich voran. Aber es ist einfach so unfassbar teuer hier alles. Dann gucken wir doch mal. Tüftlerhöhle, wo war das nochmal? Neue Räume. Räume verbessern? Nein. Produktionsräume verbessern. Neue Türen, neue Fallen. Tüftlerhöhle, neue Räume und Arbeitsgeräte erforschen. Verbesserter Bau-Omat. Erforscht den verbesserten Bau-Omat, der schneller arbeitet. Mana-Schrein. Dank dem Mana-Schrein können mehrere Nagas gleichzeitig an einem Mana-Kristall arbeiten. Zudem lässt sich dort noch schneller Mana abbauen. Defprimat. Schaltet den Defprimat im Lazarett frei. Dieser erlaubt es euch, Kreaturen in den Dungeon zu holen und wieder zu beleben. Das klingt sehr gut. Aber erstmal die Arena erforschen. Das kostet auch schon wieder 1000. Schon preislich übertrieben. Beziehungsweise, denke ich mal, wurde es dann so gemacht, dass man halt schon länger an einem Level spielt. So vermute ich. Aber ist ja auch nicht so verkehrt. Aber gerade in einem Let's Play ist es natürlich sehr schwierig dann umzusetzen. Weil der Zuschauer dann sagt, ja, ich möchte aber gerne sehen. Ein fröhliches, dem Gold huldigendes Zwergenlied halte durch die Gänge. Das gehörlose Böse hatte es dank seiner umtriebigen Schnodderlinge auch so gefunden. Es sollte schnell handeln, ehe diese raffgierigen kleinen Gauner sich an seinen Goldvorräten vergriffen. Das machen wir, aber ich sehe gerade, das machen wir erst in der nächsten Folge von Dungeons 2, denn wir sind leider schon bei ein bisschen Überlänge. Es tut mir leid. Wenn euch diese Folge bis hierhin gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Und das auch schon übermorgen. Und bis dahin.